Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber-Insel, Leute. Und ihr sitzt im Hintergrund, wir befinden uns gerade noch im Geheimversteck. Ich denke mal, ihr habt es ja alle in der letzten Folge gesehen, Freunde. Amir wurde ja vom Alpha-Clan irgendwie in Gefängnis gesteckt. Dann haben wir den da wieder rausgeholt und seitdem suchen die uns auf der ganzen Insel und nerven mich jeden Tag. Und gerade eben hat Riley mir geschrieben, ich soll unbedingt sofort online kommen. Also irgendwas haben die gerade geplant. Ich habe keinen Plan, Freunde. Amir ist, glaube ich, aktuell noch nicht auf der Insel, der wollte aber gleich auch noch kommen. Ich nehme halt mal ganz stark an, dass wir heute kämpfen werden. Deswegen, so, wir holen mal hier alles noch mit, was geht. An krassen Tränken oder so, Freunde. Ich mache mich jetzt einmal komplett ready. Ich sag euch ehrlich, Freunde, wir müssen dem Ganzen jetzt ein Ende setzen. Ich will den Alpha-Clan einfach komplett auseinandernehmen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Deswegen, ja, Leute, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich schreibe mal kurz. Okay, Freunde, er soll direkt mal in die Wasserkrieger-Base kommen. By the way, Freunde, ich hab's euch noch gar nicht gesagt. Ich habe gestern Abend oder so Snoopy dabei erwischt, wie er die ganze Zeit bei uns in der Wasserkrieger-Base war. Es sah halt so ein bisschen aus, als würde er da irgendwas. Irgendwas hat er gezählt. Ich hab's gar nicht gerafft, was er da gemacht hat, aber wir haben ihn auf jeden Fall bekommen, Freunde. Und er hatte einfach seinen eigenen Kopf dabei. Also wir hatten keinen Pisten dabei, um den Kopf abzubauen, aber er hatte seinen eigenen Kopf dabei. Ich verstehe gar nichts, aber ich habe ihn auf jeden Fall erstmal mitgenommen, Freunde. So, Ender Chest dabei, alles drum dran. Dann würde ich sagen, wir gehen gerade durchs Nether, das sollte schneller gehen. Dann würde ich sagen, Freunde, geben wir Vollgas und gehen sofort ins Nether. So. Und ab in die Wasserkriegerbase. Bro, wenn die jetzt wieder irgendwas kaputt gemacht haben, ne? Dann krieg ich es kotzen. Okay, da hinten. Okay, das ist Riley. Was geht, Bro? Hey. Moin, Meister. Na, alles klar? Ja, und bei dir? Alter, bei mir auch. Warum soll ich kommen? Wir haben uns echt lang nicht gesehen. Ja, wir haben uns todeslang nicht gesehen, ne? Das Ding ist, Bro, also ich habe gerade gesehen, dass du online bist. Mhm. Amir wollte auch noch kommen, meinte, ja? Ja, irgendwer meinte, dass der Alpha-Clan hier sprengen möchte, deswegen gucke ich hier gerade ab. Aber ich sehe jetzt gerade so weit. Ja, der möchte, also irgendwie wirklich die komplette Wasserbase, wurde mir gesagt. Diese Loser, es geht mir so auf die Nerven. Guck mal, die haben Amir und mich sogar einfach ohne Grund ins Gefängnis gepackt, weil jetzt diese ganzen neuen YouTuber auf der Insel denken, die werden hier die krassesten und keine Ahnung was. Dann kam Timmy noch on top, Bro. Hey, du warst ja YouTuber-Insel 1 schon. Ja, okay. Aber lass mal bitte dann kurz hier ein bisschen absuchen. Ja, das ist dein Haus, nee, oder? Da geradeaus, da hinten. Das ist mein Haus. Ja, dann ich flieg mal kurz eine Runde und guck, okay? Das von Rosa. Guck nicht mal um. Okay. Okay, Freunde, weil wenn die wirklich hier irgendwas sprengen wollen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das Ganze unterirdisch gemacht haben und hier irgendwie so ein Netzwerk gebaut haben aus TNT-Blöcken. Ich baue hier mal ganz kurz so einen kleinen Tunnel. Einfach mal, um zu checken, wir sind 3 Blöcke unterirdisch, ob wir hier irgendwo auf TNT treffen. Weil so schlau sind die auch nicht, Freunde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so krass machen. Der Alpha-Clan, die sind eigentlich übel doof. Okay, warte mal, wir gehen wieder raus. Hier ist erstmal nix. Auf den Dächern oder so. Okay. Auch nicht. Ich flieg einmal ganz kurz, Freunde, ganz grob oben drüber und schaue, ob wir irgendwie TNT finden. Okay, da unten ist jemand. Also Riley ist immer noch Riley. Ich habe nichts gefunden. Hast du irgendwas gesehen? Also ich habe hier drin, nee, ich habe auch nichts gesehen. Okay. Ich habe mich sogar mal runtergebuddelt. Oh, warte mal. Bro? Ja? Bro? Was denn? Guck mal bitte in die Fenster, hä? Wie bist du denn rumgeflogen? Wie in die Fenster? Guck doch mal in die Fenster. Bro? Hä? Ich raff gar nichts. Wow, das ist TNT in meinem Haus. Bro? Digga. Bro? Will mich flachsen? Ich glaub gar nicht. Guck mal, oh Junge, wie schlecht. Auch noch wie viel. Bro, und wie schlecht sind die, dass die in meinem Haus dann sprengen? Ach, das ist dein. Ich hab die. Ja, natürlich ist das mein Haus. Deswegen ist. Digga. Warte mal. Bro, ist das ehrenlos. Dieser. Hier schenke ich dir dieser Loser-Clan, Alter. Hey, danke, Mann. Oder nee, warte, gib mir das mal. Ich spreng bei denen, ist mir auch egal. Warte. Hast du es gehört? Ja. Was war das? Es kann sein, dass irgendwer von den Loser-Clan gerade mit Command-Blöcken rumspielt. Da gibt's welche, die so einen Sound auslösen. Bin mir mal gerade nicht sicher. Es kann sein, dass die es sind. Lass bei denen direkt springen einfach. Digga, es ist so schlecht, wirklich. Guck mal, wir haben denen gar nichts gemacht. Ich will ja nicht mal Krieg oder irgendwas. Digga, was wollen die von uns? Bro, ich bin da oben fliegt einer. Warte, komm rein. Oh mein Gott. Bro, die wollen das direkt bei Amis Lager. Lass ein bisschen zurückgehen. Die wollen das doch safe sprengen, was die gerade hingeplaced haben. Ja, aber sie können es ja nicht sprengen. Ey, das ist ein Ally. Hä? Wo hinter die? Warum, mich interessiert gerade kein Vogel? Entschuldigung. Die sind bei Amis Warenhaus. Oh mein Gott, die Ehrenlosen. Bro, Amir müsste jede Sekunde kommen.
Okay, okay, okay. Das war nur einer, oder? Ja, es sah so aus. Egal, Bro. Du brauchst dich da jetzt nicht mit. Also nicht, dass die jetzt auf dich gehen. Ich bin gerade wirklich noch so ein bisschen geistig abwesend. So, wir sehen uns das erste Mal wieder nach keine Ahnung wie vielen Monaten. Auf einmal. Unnötiger Stress durch Alpha Clan, Bro. Es ist so krank. Okay, ich geh mal gucken, was die machen, ja? Bro, das ist TNT! Wo? Das ist TNT, ich schwöre, das ist TNT! Ich geh gucken, okay? Okay. Boah, bleib erstmal im Verborgenen. Bleib erstmal im Verborgenen. Ich geh kurz gucken. Hinter dir! Guck mal hinter dir! Ja, ich guck, alles gut. Bro, ich geh mal ganz kurz. Warte kurz, wenn da TNT ist. Junge. Hey, Freunde, es ist so nervig, ne? Ich schreib direkt an mir. Digga, die werden jetzt einfach weggeklatscht. Wirklich, es macht ja gar keinen Sinn. Okay, irgendwo hier bauen die was. 100%. Hallo? Jetzt reicht's mir. Die denken auch, ich sehe sie nicht. Junge, es ist wirklich... Warum macht man so Stress, Digga? Können die nicht einfach mal normal spielen? Hä, wo sind die? Warte, hören wir irgendwas? Ich mache mal kurz Sound lauter. Ich hör gar nichts. Hat gerade Riley nicht gesagt, dass hier TNT ist? Wo denn? Timmy. Hä? Hallo? Ah, a wife, Alter! Was geht ab? Hä, wo ist Amir? Kopf her! Ey, ich bin's, Amir! Wo hast du den Kopf her? Gib mir den Kopf. Ey, was für Kopf? Ich bin's, Amir! Ich gib bin dein Homie! Junge, gib mir den Kopf. Ich gehört zu Alpha Clan, der hat kein Netherite. Freund, Junge, was? Spaß, ey. Junge, ich bin's, Alter. Hast du es nicht gecheckt, oder was? Ihr seid wirklich, Digga, wirklich. Was wollt ihr? Was wir wollen? Ich weiß nicht, Steinchen, ich hab grad Timmy's Stimme gehört. Weiß ich nicht. Steinchen, sag mal, was wollen wir denn hier? Keine Ahnung. Oh, ich weiß auch nicht. Ja, was wollt ihr denn hier? Was ist das für eine Mission? Hast du, schau mal da drüben, siehst du das rote Zeug da in der Richtung? Oh mein Gott, ihr wollt armes Haus sprengen. Nicht nur Amir, seh Digga, dich mal genauer warum? Um. Seh dich mal genauer um, Digga! Bro, Junge, wo ist denn Amir, Digga? Ey, was macht Timmy da oben? Ich hab nochmal gesprengt, okay, übertreib direkt, komplett. Digga, warum müsst ihr so sein, Junge? Lukas, ja? Die wollen alles hochsprengen. Bro, bau ab. Bro, ja, die sind viel zu viele. Digga, ihr seid so schlecht, ihr seid so schlecht. Alter, mein bester Freund, wie geht's dir? Ja, Alter. Hallo. Junge, was? Hört mal auf, was wollt ihr denn hier? Ich will deine Hose endlich. Nein, du kriegst meine Hose nicht. Du stinkst uns zu sehr. Junge. Herbei, komm her, wir können reden. Komm her, komm. Ja, lass reden, komm. Ja, ja, was? Ja? Guck mal, wir beide haben ja ein Hühnchen zu rupfen, ne? Junge, kann nichts damit zu rupfen. Warum sollen wir denn? Was ist denn? Ach, also sagst du, dass alles Palito ist und dass du jetzt eigentlich willst, dass wir abhauen? Bro, natürlich will ich, dass ihr abhaut. Okay. Und was? Armin, ich werde dich die ganze Wasserkriegerwelt sprengen. Ja, Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Junge, ihr könnt immer nur rummucken, wenn ihr in der Überzahl seid. Ne? Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Wir machen doch gar nichts, Bro. Ich mach doch, ich kämpf doch gar nicht. Ja, dann hört auf, hier TNT zu platzieren, Digga. Ja, Bro, wir wollten nur ein Foto machen. Wir machen Foto, Alter. Ey, das wird wirklich... Wir machen doch gar nichts, Bro. Das wird ein super Schnappschuss, Alter. Check das nicht, ey. Junge, was für check ich nicht? Ihr kommt hier dieses hin? Foto hier wird auf Social Media explodieren. Bro, mir stinkt's bis hier oben mit eurer klassischer Base. Junge, dann verzieh dich doch. Du musst doch nicht hier sein. Warte mal. YouTuber-Insel voll, Alter, mit euren ganzen Windeln, Alter, was ihr da alles fabriziert. Dann zieh doch ab. Diese Pfeile brennen alle. Ja, Bro, es gibt nur eine Lösung. Die Klo-Krieger Base muss einfach runtergespült werden. Den Abgang. Los, das muss alles weg hier. Junge, habt ihr das schon kaputt gemacht? Okay, hier, Alter. Hallo. Hey, Timmy, Junge, guck mal. Nicht bauen, geht mal raus hier, raus hier. Raus, was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Raus. Hallo. Raus. Wir kommen doch in Frieden. Dass hier immer attackieren müssen. Ich check das so nicht. Hey, Timmy. Zieht mal durch jetzt, was wollt ihr denn? Es reicht langsam, oder? Ich glaube, das reicht langsam. Ey, guck mal, die haben komplett hier unten am Rand.
Digga. Hallo! Hallo! Ey, der hat gezündet! Jetzt reicht's. Was ist denn jetzt so passiert? So, Digga, jetzt. Ich bin am Joggen! Bro! Digga, das ist so nötig! Guck mal da hinten auch! Hallo, nicht die ganzen Gebäude, was soll das? Aber natürlich! Oh, hallo, okay, hallo! Oh, hoppala, Bro! Sorry. Ups! So, Freunde, okay, jetzt. Digga. Oh, oh! Ja! Die haben überall TNT. Ups, ups, ups! Das tut mir leid, Alter! Mein Bogen ist heute irgendwie allergisch! Und ups! Was ist das, geht hier alles Alter? Kaputt, Mann! Oh nein, hey. Oh nein! Hey, Alter, lass meinen Kollegen in Ruhe, Alter! Jetzt reicht's mir aber! Weg. Ich werde alles töten, ihr Idioten! Ey, das ist voll uncool, Mann! Digga, was für voll uncool! Ey, ich mach doch gar nichts, Mann! Chill ab, Mann! Tschüss! Hallo, was für Sprengen, Junge? Ihr macht den. Digga, das ganze Haus ist kaputt! Okay, ich werd sprengen, ich werd sprengen. Bro, das ist Max, sein Haus, hallo! Bro. Digga, Timmy, du bist so ein 31er. Junge, ihr seid wirklich so der größte Schmutz, Alter. Ihr seid der größte Schmutz. Ja! Ihr scheiß Loser, euer Clan, wirklich. Junge, solche Nuke. Bro, guck dir das mal an. Alles. Die sind zu dritt und rennen nur weg. Guck, wie sie wegrennen. Bro. Hey, wir haben ja so viel Arbeit reingesteckt. Das ist alles kaputt. Das ist so ehrenlos. Bro, die zünden hier die Häuser weg. Guck mal, das Casino. Bro, oh ja, jetzt machen die oben noch Wasser rein. Weißt du, was das Ding ist? Bro, was soll ich denn machen? Wir sind zu zweit. Die haben noch nie was gebaut. Die haben noch nie was gebaut. Die wissen gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Weil das Einzige, was sie bauen können, ist so ein Cobblestone-Lava-Scheiß. Ja, alles weg. Bro, ich habe so viel TNT. Ich mache den ganzen Alpha-Tower jetzt weg. Ihr seid so ehrenlos. Große Worte für jemand ohne Hose. Digga, Junge, jetzt reicht's mir. Ich riskiere zwar, wenn ich Elytra anziehe, aber ist mir jetzt egal. Ah, noch mehr Wasser! Die mögen doch Wasser, ich pack das geil. Ey, ihr mögt doch Wasser! TNT-Lein! Ja, ihr mögt doch Wasser, was denn los, Alter? Hä? Ey, Awife, kannst du mir ein bisschen TNT-Lein? Klar, Bro, komm her, Freunde, was ist das? Was ist das, Junge? Ja, ich hab schon genug gegessen heute, dankeschön. Alles gut, alles gut. Komm, René. Komm, ich hab ein bisschen TNT für dich. Ja. Ich glaub dir nicht, Alter. Bro, es ist alles kaputt, ne? Freunde, alles, guckt dir das mal an. Weg damit. Jawohl, Sprengung! Wow. Was geht dabei? Digga, ihr seid so Lutscher, wirklich. Ey, du kannst dein Klo nicht mehr retten, Junge. Du Digga, musst dann komm und kämpf doch! Du musst woanders dein Geschäft verrichten, Junge. Was soll ich dir sagen, Alter? Hau lieber ab, ey. Hä? Hau lieber ab, Junge, mit deiner Elytra, Alter, ja? Ey. Ja, haut ab, Junge. Mann! Ja, ich war ein Noob, ey, ich sag dir ehrlich, Bro. Ja, aber ihr die ganze Zeit am Wegrennen, oder was? Guck mal, die sind alle Bro, so ist ein so Noob, schlecht, sagt er, und rennt so dann weg, schlecht. Hä? Ich check das. Ja, cool. Wie kann man so kaputt sein? Bro, die ganze Base. Guck dir, bitte lass mal zu meinem Haus, wenn die das jetzt auch noch... Digga, das Casino... Weißt du, wie viel Arbeit das war? Guck mal dein Haus, guck bei deinem Haus, Bro. Bro, nee, ich sehe noch nichts, das rendert nicht. Ja, nee, wir haben oben gerade. Hier, hier, dann so, dann hier. Digga, was wollt ihr denn? Jawohl, weg damit! Woo! Let's go, Bro! Junge! Ja, cool. Die verstehen, wie man Minecraft spielt, Digga. Es ist so traurig eigentlich, dass wir rumheulen. Guck mal, die wollen. Ach, es ist traurig, dass wir rumheulen. Das ist traurig. Und jetzt willst du nicht reden, oder was? Ja, ich will doch reden, hä? Ja, okay, dann lass reden, komm. Ja? Dann lass reden. Okay, was willst du reden? Wir müssen ja nicht die gesamte Base sprengen. So okay, ist ja nennen wir einen Grund. Na?
Was wir gemacht haben, weswegen ihr sprengen solltet. Was ihr gemacht habt? Ja. Okay, pass jetzt kommen wir nicht wieder mit YouTube-Wenzel 1, Mama, Papa, Hilfe. Nein, alles gut. Erstens die Sache mit Kiro, okay? Das ist eine Sache zwischen euch so. Erstens, warte mal, was für eine Sache? Was gibt's denn? Ihr habt ein von mir. Weil er meine Hose nicht kriegt, oder was ist die Sache? So, dann die andere Sache, Bro. Amir, auf einmal holt Amir raus, obwohl wir ausgemacht hatten, dass Amir im Gefängnis ist. Warum holt er einfach Amir raus? Was war das für ein Trick? Auf wen bin ich trainiert und so? Ja, ich bin jetzt Amir. Hört mal auf, wie das Wasser die ganze Zeit runter. Amir war das, Junge. Ich war das gar nicht, Alter. Okay? Richtig, ich mach irgendwelche KI-Stimmen hier. Ja, ihr Hacker, Alter. Seid ihr selber schuld. Und dann wundert ihr euch, wenn dann zurück was kommt. Bro, ich glaube, ihr habt irgendwas genommen, dass ihr euch irgendwas... Digga, ja, nicht davon, und dann kommt Amir heute noch zu mir und macht so einen auf Rache, sagt, er hat Hühnchen eingesperrt, ich will die befreien, er killt mich einfach. Ja, Digga. Richtig, Bro. Vollkommen und vollkommen dumm, sag ich dir ehrlich so. Und jetzt checkt ihr nicht, dass wir in der Überhand sind und selbst dann wollt ihr immer noch kämpfen, anstatt ihr sagt, ey, hört zu, die Wasser-Klo-Krieger-Base gehört euch. Aber nein, ihr wollt... Echt so, Alter? Alleine? Ihr seid hingekommen. Alleine, dass er die ganze Zeit sagt, Klo-Krieger, Alter. Klo-Krieger. Ja, Bro, wir wollen daraus ein richtig schönes Reservoir machen, Alter. Richtig, Alter. Mit krassen Sachen, wo die Leute alles nicht passiert, wenn du deine Hose einfach gegeben hättest. Und so eine Kloake hier, Alter, hier stinkt's richtig, ey. Ja, da fließt die Kacke runter von der ganzen YouTuber-Insel. Und ihr denkt, Alter... Was soll das, Alter? Ey, chill mal ab, Mann. Der schwimmt da unten, Mann. Du schwimmst gleich. Ey, chill. Drauf, zieh. Totem, Junge. Ey, die Arme, Alter. Oh mein Gott. Ihr seid so hässlich. Egal, Hauptsache Totem. Ich kann das nicht. Ja, flieg wieder, flieg weg. Was hier am besten? Guck mal, was die da hinten machen, wieder bei dem Bro, guck dir, Junge. Ey, es ist so ehrenlos. Hor. Oh. Digga. Bro, was ist deren Mission? Bro, wie kann man sich dann auch noch so dafür fühlen? Die rennen nur weg und zünden TNT. Bro, Ami antwortet doch gerade nicht. Bro, das Ding ist, hätte Timmy diesen Buff nicht, er könnte nichts machen. Nichts, Bro. Er ist der Schwächste, den ich je gesehen habe. Digga, trotzdem ihre komischen Buffs. Guck mal, die kassieren die ganze Zeit. Ja? Junge, die haben schon mehrere Totems. Ja, jetzt schießt er auch noch. Bro, ohne Witz. Lass die irgendwie kleppen. Bitte. Bro. Das Ding ist, guck mal, wir könnten jetzt natürlich Alpha Tower wegspringen. Aber was bringt das? Bro, das ist ein Cobblestone. Bro, ich mach's trotzdem. Nix. Ich warte, lass nochmal rüber. Oh, Alter, nach 5 Minuten mal getroffen. Ja, mehr schaffen die auch nicht. Ja, Mann! Ey, wir haben ein fettes Panoramafenster hier, Alter. Bro, die sind hier, die sind hier! Wo sind die denn? Die können doch gar nicht. Die sind nicht hier, die sind nicht hier. Hey, Reini, Junge, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Wir sind nicht hier. Ist das Army? Bro, ich glaube, das ist Army. Der heult wieder rum, glaube ich. So, das Digga, ist schon Reini ist weg, K.O. Reini K.O. Er weiß auch, checkt nicht, dass er Lytra an hat. Gib mir bitte Buffs, damit ich irgendwas aufkriege. Das passiere ich nicht mit der Lytra im Gegensatz zu dir. Ja, und jetzt zieht er durch, weil er ein AP hat oder so, du kleiner Lutscher, Alter. Ich brauche Buffs, sonst kann ich nichts. Admin, bitte hilf mir, ich bin Loser. Ja, guck mal, die Hälfte der eurer blöden Base ist doch noch da, Alter. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist, Alter, ha? Was ist denn das Problem, Junge? Ich sollte mal abhauen, warte mal, weg hier, so. Ich sollte mal abhauen! Ja, oh, ich habe schon wieder nur noch ein Herz, weil ich nichts treffe. Da sollte ich mal lieber wieder durchziehen, ne? Warte, ich hol kurz das raus, Bro, Was denn? So. Goldapfel genommen. Werde ich jetzt nehmen. Timmy! Er wird einen Goldapfel nehmen, Vorsicht. Wo bist du? Jetzt kriegen wir richtig einen drauf. Timmy! Ja? Timmy, ich bin dein Meister, Timmy! Ja, dann komm mal her, Alter! Du Noob, Alter! Ich mach dich fertig, ey! Ja, komm, kämpf mit Stärke, Junge! Kämpf mit Stärke, Junge! Du bist so OP, Alter! Oh mein Gott! Bro, du bist so krass, Alter! Oh, heftig, Junge! Alter, aua, das tut so weh, Junge! Aua! Er kriegt nicht mal Knockback!
Ja, aber ich muss ein Goldafest. Aua, aua, ihr habt mich, ihr habt mich. Oh nein, ein Goldafest. Ich mach jeden Hit Crit, wie überlebt er? Aua, aua. 2 gegen 1, aua. Oh nein, was macht ihr da mit mir? Ey, hört auf damit. Leute, ihr seid einfach Noobs, ey. Ihr seid einfach Noobs, Bro. Du hast irgendwas vom Admin bekommen, das ist das Einzige. Hallo, Admin mag mich und dich nicht. Was soll ich dir sagen? Und außerdem werde ich meinen Krieg gegen Admin schon noch führen, Alter. Du blöder Noob, Junge. Du Wasser-Noob, Alter. Trotzdem die ganze Zeit Dinger nehmen. Wann kommt eigentlich Katara, Junge, die Wasserbändigerin? Habt ihr die schon mal eingeladen, Alten? Oh, was? Tote Dicker, ja. Ich hab mein Schwert gedroppt! Ich hab mein Schwert gedroppt. Oh mein Gott. Ich droppe das Schwert einfach. Bro. Ach, Digga, Reini, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, wirklich. Ey, das macht echt Spaß, Alter. Ich mach mir die ganze Rüstung kaputt. Hä? Ich find das cool, Leute. Hier, ein Goldapfel noch. Lecker, 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 leckerli. Goldapfel, lecker, lecker. Ich wünsche dir viel Spaß beim Alpha Tower, ne? Sag ich dir nur. Hä, hallo? Ich will. Ja, okay, Bro, dann tausch mir jetzt einfach. Das ist unsere Base. Das ist unsere Base jetzt. Ja, doch, das aber jetzt hast du richtig Krieg angefangen. Glaub mir. Was für Krieg, Junge? Welchen. Bro, ihr zeigt doch schon die weiße Fahne, Alter. Ich check das nicht. Okay. Ja, okay, wenn du denkst, da kommt keine Rache mehr, dann alles gut. Nein, kommt's auch nicht. Bro, wann kam von euch mal Rache? Ich sag euch schnell Goldapfel, bevor man stirbt. Und deine Schuhe, alles gut. Oh nein, die Schuhe sind weg. Alles gut. Kommt drauf, kommt drauf. Ich hab ja eh nur Army-Schuhe. Bro, waren doch nur Army-Schuhe. Alles gut, Bro, alles gut, alles gut. Deine Schuhe, Timmy. Ah, oh, Schiss. So krank ist. Digga, und jetzt haut er ab. Guck mal, seine Rüstung. Jetzt haut er wieder ab. So viel aushalten. Digga, es macht ja. Guck mal, was macht das denn für einen Sinn? Ey, jetzt machen die Lava bei meinem Haus. Bro, ich. Digga, ups, ich geh einfach off. Ist egal, ich geh einfach. Was soll ich denn noch hier? Wo ist der Sinn, Bro? Warum sollte ich jetzt noch hier sein? Die spielen erstens todesunfair. Bro, jetzt machen die da hinten noch Cobblestone-Wände runter. Digga. Schnell looten, looten, looten! Oh mein Gott. Das war Tobi! Hä? Das ist die Waffe von Tobi! Nimm seine Sachen, nimm seine Sachen. Bro, ich hab alle seine guten Sachen, oh mein Gott! Weg! Weg! Komm, 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 komm! Okay. Freunde, ich pack direkt alles die Ender-Chests. Bro, die haben safe Tobi beleidigt oder so. Hä, wie die Sachen von Tobi? Der Schuss, dieses Feuerwerk, was du gesehen hast, das ist eine Waffe von Tobi. Die haben Echt? Armin und ich auch schon bekommen. Ja, ja. Hier kann nur Tobi machen. Die one-shottet dich, egal was du hast. Bro, ich hab alles gesaved. Alles von ihm. Geil. Kirus, Bowie. Oh. Oh. Digga, das ist der Typ, der immer sagt, dass er meine Hose haben will. Jetzt frage ich mal, ob er Warum seine Hose wieder haben will. Haben? Keine Ahnung, ich frage jetzt, ob er seine Hose haben will. Warte, das. Ja! Oh mein Gott. Hast du einen Pisten dabei? Ja, ja, ich hab immer. Bitte bau den Kopf ab. Warte, ich brauch den Kopf. Bitte, bitte, bitte. Bro, mein Inventar ist voll. Ist egal, bau ab. Was? Ne, ich mein, kannst du das dann kurz machen? Ich stell nur die Dings hin. Warte. Oder ja, warte, mach. Ich mach einfach ein bisschen kurz, leer. Kuss. Wo ist mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab einfach seine Hose jetzt. So, ich brauch einen Block. Hast du einen Block da? Ja. Davor, ne? Ja, ja, ja. Wo ist der Kopf? Ist weg. Ihr müsst gedroppt sein. Hey, Jungs! Hey, mein Freund! Wie geht's euch? Moin! Die Frage ist, wer hat jetzt welche Hose? Alter, ihr Vorsicht, könnt da kommt ein Pfeil! Stark sein, Junge! Ihr könnt nur stark sein mit Admin, oder? Vorsicht! Ey, yo, Vorsicht! Ey, pass auf, pass auf! Vorsicht! Ey, Vorsicht! Vorsicht! Das steht oh! Oh, nein, und der zweite noch. Ja! Oh, hol noch einen, ich brauche einen für Army, Bro. Hä? Ach so, wo ist der Kopf? Der droppt nur, wenn er was im Inventar hat. Oh mein Gott. Naja, aber Army hat den schon. Okay, warte, aber ich muss jetzt bei denen springen. Ich kann das ja nicht auf mir sitzen lassen. Wir sind hier ganz normal am rumgucken. Auf einmal, die fangen an zu sprengen. Das ist, was mich am meisten nervt ist. Ich wollte eigentlich so Frieden mit denen schließen. Guck mal, jetzt stell dir mal vor, du hättest mir nicht geschrieben eben, dass ich online kommen soll. Bro, dann wäre die hätten einfach alles weggesprengt und wir wären angekommen und alles wäre weg gewesen. Ich gehe mal kurz zum Alpha Tower. Willst du auch helfen? Wegen Sprengen? Ja, also. Ich kann alleine, komm, riskier's nicht. Bro, ich werd da in der Nähe stehen und wenn die dich angreifen oder sowas. Okay. Aber ich will eigentlich nicht sprengen. Alles gut, ich mach. Okay. Junge,
So Loser, Alter. Jetzt haben wir sogar einfach den Kopf. Dies, das und... Hier ist Schicktrank. Warte. Ich glaub, der Schicktrank wäre verschwendet. Die habe ich einfach nicht reinfliegen sehen. Die habe ich einfach nicht reinfliegen sehen. Ja! Ja, die Einlasskontrollen im Alpha-Clan, die müsste man, glaube ich, noch mal ein bisschen überarbeiten. Ich glaube, das war jetzt nicht so die schlauste Lösung, ne? So, zack. Und jetzt gehe ich einmal nach draußen. Ja. Ja, ich würde nicht abhauen. Hallo? Warum ist euer Tower so rot von innen? Hoppala. Hey, Amir, was geht? Hey, na? Giro ist hier, der wollte mit der Vorsicht, Hallo, Vorsicht! Hey. Oh nein, was ist denn jetzt geschehen? Hey, Junge, was soll das? Bro, Junge! Hey, jetzt. Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen, ne? Ey, Junge, du blöd Mann, Alter! Ja, gleich die Nacht-Zombie los, erledige, verteidige dein Haus-Zombie los! Hab den größeren Eingang gebaut irgendwie? Ja, der Eingang ist irgendwie neu, ne? Siehst du das auch? Du bist schon sehen, was du davon hast, Alter! Junge, du denkst auch, du bist lustig, ne? Ha, richtig witzig, Alter! Junge, die haben mich einfach nicht kommen sehen, die Idioten! Boah! Digga! Okay, aber Freunde, ihr wisst es selber, ich bin nicht der Alpha-Clan. Ich könnte jetzt auf Gottlos alle deren Kistensysteme unten sprengen. Und auch hier an der Seite. Das wäre... Ich könnte sie alle sprengen, das werden wir aber nicht machen. Komm, wisst ihr, was wir machen? Auf Ehre, ich save sogar deren Items, guck mal. Ich save sogar deren Items. Weil ich nicht so bin, Freunde. Ich bin nicht so wie die. Lukas? Ja, guck mal, ich save sogar die Items, Digga. Wir haben ein riesiges Problem. Warum? Oh. Warum? Dreh dich mal um. Bro, das Ding ist... Shader, ich erkenne keinen Skin. Ist Alpha klar? Das ist Tobi. Bro, das ist der Admin von der... Der hat mich... Oh. Bro, guck mal, weißt du, das Problem ist... Warte. Gehört dieser Admin zum Alpha Clan? Nein. Digga, zu niemandem. Das Problem ist... Guck mal, ich weiß, wo ist er denn jetzt? Hast du das? Warte, hör mir zu. Hast du das mit den Unheilen mitbekommen? Ja, nur so ein bisschen. So ein bisschen, Bro. Wenigstens. Ja. So. Warte, lass mal bitte gerade zu Wasser. Ja, komm. Erzähl weiter. Okay. Die Unheile sollten dazu führen, dass alle auf der YouTuber-Insel an einem Strang ziehen. Okay. Dass alle zusammenarbeiten. Und ja, Bro, an mir soll es nicht also liegen, jetzt ne? Am ja, aber am Wochenende ist das letzte Unheil. Und wenn wir da nicht zusammenarbeiten, dann könnte es sein, dass die YouTuber-Insel untergeht, Bro. Okay. Ja. Aber wie soll man denn mit dem Alpha-Clan zusammenarbeiten? Es ist ja gar nicht machbar. Das ist das Ding. Ich weiß es auch nicht. Aber deswegen wollte ich halt auch nicht sprengen, aber es ist so dumm. Warum sprengen die denn einfach? Bro, die, ganz kurz, guck mal, ich habe gar nichts zu befürchten. Die haben doch angefangen bei mir. Ja, du hast nichts zu befürchten, außer dass die Insel weg ist. Lass mal gerade zur Wasserkriegerbase, bitte. Ich bin mir sicher, die sprengen schon wieder. Hey, Freunde, ich raff's wirklich nicht, ne? Hallo, Toilettenkrieger! Ganz stark seid ihr, Junge, ganz stark! Ja. Digga, die sprengen schon wieder. Kannst du den Kopf holen? Alter, ich hab den Noopy-Kopf. Kannst du den Kopf holen? Ja. Hallo, bitte, ist doch gut jetzt, Digga! Nein, Alter, wir haben weitergemacht! Chill doch! Okay, ganz kurz, wenn ihr jetzt weitermacht, ich spreng alles, egal was ihr baut. Was wollt ihr denn noch sprengen, reicht doch jetzt, es reicht doch jetzt. Nein, es reicht nicht, Alter. Ihr habt unseren Alpha-Turm angegriffen, Junge, Alter. Nur unten ein bisschen was gemacht. Nur unten? Was für unten? Wo ist alles weg, Bro, Alter? Du hast das Casino gemacht. Weißt du alleine, wie lange das Casino dauert zu bauen? Weißt du's? Ja, ist eh Haram, Bruder. Warum machst du Casino? Sag ich dir ganz ehrlich, Bro. Wir haben Ramadan. Was ist mit dir, Digga? Bro, das hat Flauschi gebaut. Gar nicht, Digga. Reicht mir jetzt mit dir, Alter. Will er mir Casino noch gut reden? Checkst du das, Alpha-Steinchen, Alter? So eklig. Dann doppelte Moral von euch, Alter. Doppelmoral, so, Junge. Ja, okay, ist klar. Doppelmoral. Klokrieger für die Blödmannskrieger, Alter. Ja, ich bin mit euch, reden, Alter. Stinker seid ihr.
Ihr habt zu oft in die Klotische geschaut, Alter. Ja, Bro, was soll ich dir sagen, Alter, einfach. Du Huhn? Verzieht euch ja, okay. Einfach. Okay, weißt du was, Survive? Du gehst deinen Weg, ich geh meinen Weg. Wir werden uns nie wieder in die Augen schauen, ist mir egal. Ja, ich wollte nicht mit dir befreundet sein, hä? Klar, du hast mir Liebesbriefe gesendet und so, Bro. Aber das will ich jetzt nicht meinen Leuten sagen, weil sonst ist es cringe, Digga. So schlecht. Guck mal, guck dir mal alles an. Was kann Max dafür? Crimex House fragt. Bro, Max, Flauschis Casino fragt. Hä? Bro, also sind wir mal ehrlich, Casino ist gut, dass das weg ist, weil Casino, Bro, ist ganz, ganz schlimm, okay? Das Jungs, braucht kein Mensch, Alter, Digga, so. Zieh einfach Leine. Jungs. Junge, was baut der denn ab? Warum baust du den ab? Ja, bau weiter ab, Alter. Warum baust du den ab? Hallo? Timmy, was soll das denn? Das ist, Rainy, was ist los? Auf deine Nase kann ich immer hören. Ich weiß, du hast einen guten Rat. Ja, was ist los? Bro, also. Ja. Jetzt irgendein Totem oder so und dann werde ich draufgehen bestimmt gleich, weil da hinten jemand wieder auf mich drauf knallt, ne, Rainy? Der Hitman, nein, Alter. Einfach, nein, ich möchte einfach nur kurz mit dir reden. Ja, okay, also, dann reden. Der ist hier oben safe. Okay, er kommt schon wieder. Ich sehe dich, by the way, ne? Ja, ich komme in Frieden, Alter. Ja, du hast Hausverbot hier. Ja, ich komme aber in Frieden. Aber ganz kurz, ich wollte noch was fragen. Was denn? Kannst du mir mal deine Hose geben? Ey, Digga, Alter, scheiß auf dich, ehrlich, Alter. Ich hab ja schon die Hose, hab ich Junge. Ja, und die hat echt gestunken, Alter. Hä? Ich hab ihn gar nicht angegriffen. Warum wird der Kill... warum steht da von The Wife? Bro, es macht gar keinen Sinn. Nach Fisch, nach Mayonnaise, nach Dünnpfiff, als wenn eine Kuh hier hingegangen ist und richtig einen Abs eingelassen hat. Es stinkt hier einfach übertrieben und mockert, ey. Timmy, wer hat dich generell hier hingeholt? Warum bist viele, du hier? Bro, viele. Und ich habe sehr viele Anrufe von der YouTuber-Insel bekommen, wo es hieß, es mockert aus der Kloake hier. Wer hat angerufen? Okay, sag mal einen, der angerufen hat. Junge, jetzt mockert aus der Kloake, Digga, da macht dein Mund zu, da mockert es auch nicht mehr. Jungs, das war in 10 Jahren einmal ein guter Spruch von dabei. Ich hole mir einen Rahmen und rahm den ein, Alter. Der ist krass, Junge. Ihr versteht nicht, was. Das führt alles zu nichts. Natürlich! Es führt doch zu was. Ihr seid jetzt hier hingekommen, habt hier gesprengt. Lukas ist rübergegangen, hat den Alpha-Tor gesprengt. Ich weiß, das Weib wiederholt, das ist ja nichts Neues. Das war ja schon bei YouTuber in der 1 so. Es geht nur hin und her mit der Zerstörung. Und das nein, guck mal, wir wollen Statements setzen. Junge, das sind Statements, selber. Alter. Was ist dein Problem, Bro, Junge? Was willst du eigentlich, hä? Junge, ey, du hast wenn wir wollen Statements gesetzt. Ich habe auch heute das Angst ist ein Statement. Klar, die war richtig schlecht für euch. Was hast du jetzt erreicht? Bro, anscheinend schon, weil sonst würdest du ja nicht den... Du bist so krass, du bist der Krasseste. Okay, wollen wir uns die Hände schütteln? Nein, Digga. Aber kannst du bitte vor deine Hände waschen? Weil ich kann mein Schwert in deinen Rücken dran schütteln, wenn du willst. Ja, okay, mach mal, warte. Okay. Nee, passt doch nicht. Ja, doch, okay, Digga. Also, Bro, also ich will mit dir normal reden, Bro. Du fängst wie. Ach ja. Digga, ist so schlecht, ne? Bro, er sagt selber, da mach doch. Da mach ich's und dann haut er wieder ab. Du hast doch selber gesagt, du sollst machen. Du hast doch gerade selber gesagt. Nein, das war Ironie, Junge. Ironie, oder greife ich dich die ganze Zeit an? Bro, du hast 10 IQ. Ich wusste nicht mal, dass du weißt, was sowas ist. Nein. Ich habe 10 plus 100 IQ. Das checkst du noch nicht. Ja. Gib so, den Kopf von Armin. Aber ist ja auch okay, Bro. Ist ja okay, Bro. Ich würde es einfach sagen, die nächste Zeit geben wir uns einfach aus dem Weg. Okay, so. Ich habe keine Lust. Ich sag euch ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf Alpha-Stein und Alpha-Clan. So, weil da macht sowieso sein eigenes Ding. Ich könnte dich gerne mit Alpha-Stein und Clans und wie sie alle heißen auch verbünden. Digga, was macht der da oben? Guck mal, du redest hier blablabla und er macht irgendein. Junge, was machst du denn hier? Bro, er lässt überall Wasser rein, ne? Ja, er lässt überall Wasser rein, cool. Ja, nee, Unheil habe ich mitbekommen. Ja, Ryan, ja. Bro, das und ja, die einzige Nachricht, die uns die ganze Zeit... Die einzige Nachricht, die uns die ganze Zeit vermittelt werden soll, ist, dass wir zusammenarbeiten sollen. Und auf einmal das ist das Ding. Und warum greift ihr uns dann immer an, Alter? Ich check das nicht, Bro. Ihr macht die ganze Zeit so Sticheleien, Alter. Und dann wundert ihr euch, wenn was passiert. Weil mal jemand durchdreht, ey. Bro, das war schon damals so. Wo machen wir Sticheleien? Wo? Bro, hier ein Piekser, da ein Piekser. Ich sag halt nichts, aber ich merk mir das. Und Kiro habt ihr auch die ganze Zeit fertig gemacht. Bro, der wollte die ganze Zeit meine Hose haben. Ich hatte seit Wochen. Bro, vielleicht hast du was versteckt in deiner Hose. Kann doch echt nicht wissen. Junge, du lernst es auch nicht, oder? Ey, yo, ich hab nur meine Kontaktlinsen hier vergessen. Jetzt chill mal. Was hast du gemacht? Alter. Ich hab meine Kontaktlinsen vergessen. Ey, yo, Alter. Ich helf dir, dass du schneller heimkommst, oder? Wäre das nicht voll cool? Nein, alles gut. Ich hab hier mein Boot. Guck mal. Ciao, ciao. Dann zieh Leine. Okay, komm. Er will's.
Ey, das ist wirklich alles. Freunde, der komplette Alpha-Clan. Einfach also bist du bereit, Versagerverein. Mit Lukas Frieden zu schließen. Boah, und das ist sehr, sehr viel. Guck mal, ich sag dir ehrlich, es ist richtig viel passiert. Ne? Ja, es ist sehr viel passiert, Bro. Um wirklich einen richtigen Frieden zu haben, muss schon einiges passieren. Aber es kann schon sein, dass irgendwo diese ganzen Sticheleien und so zu nichts führen. Gebe ich dir recht, Avive, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Friedensgespräche zu führen, Bro. Ihr habt bei uns den Alpha Tower gesprengt, Alter. Ganz kurz, Ready, ich will hier gar nichts. Was für Frieden, Bro? Was für Frieden? Jetzt geht's Frieden, los, Alter. Junge. Ich hab nichts mit Frieden gesagt. Ihr fangt doch an, Alter. Was für ihr, Junge? Erst doch nicht mal Wasserkrieger. Er hat doch neutral oder mit dir geredet. Ja, ich rede doch auch neutral. Ja gut, ich nicht. Ja, Bro, dass du nicht neutral bist, ist ja nichts Neues, Alter. Ach so, ja, stimmt. Du Gefangener, ey. Ich sag dir ehrlich, Bro. Ich? Ja. Okay, du gar nicht. Alles klar. Nein, ich bin nicht gefangen, Bro. Ich sag dir ehrlich. Also wirklich. Ich leb den Shit, den ich mach. You know what I'm saying, Alter? Was du machst, keine Ahnung, Alter. Bist ein Handelmann. Ein Klokrieger, Alter. Ja. I know what I'm saying, ne? Geh mal lieber in andere Toiletten reparieren, Junge. Junge, zieh mal ab jetzt. Ja, ich zieh auch ab. Reicht ja, mir jetzt mit euch. Tschüss. Digga, wirklich, ich hasse die so alle. Jetzt kommt er wieder und droppt einen Spruch. Pass auf. Nee. Ja. Ah. Die hauen aber auch nicht ab. Reif geworden, der Kleine. Bro, ich raff's nicht. Was ist die Aufgabe von Timmy? Er macht nur Stress die ganze Zeit. Ich check das gar nicht. Ich werde auf jeden Fall sein Video abchecken und gucken. Die haben mit Sicherheit noch was anderes geplant. Es wird noch irgendwas kommen. Bro, die halbe Wasserkrieger-Base ist einfach kaputt. Das sieht jetzt so, sieht's nicht schlimm aus, aber jedes einzelne Gebäude, allein ein Dach. Allein das Glas an der Seite. Bro, allein das Glas und allein die Dächer. Ich habe meins schon mal repariert, weil Alpha-Stein damals gesprengt, oder Ente, ich weiß gar nicht mehr. Das hat so lange gedauert, dann machen die hier mit Lava. Guck mal, Max, sein Haus, Bro. Mitte sehe ich gerade. Max, oh mein Gott, ja, warte. Ich mach kurz die Portale wieder an, Freunde. Bro, alleine Max, also Kramix, Digga, er kann gar nichts dafür. Guck mal, sein Haus ist einfach komplett weg. Das halt, ich versteh's auch nicht. Es ist so, die sagen, ja, ihr. Bro, aber wo, zum Beispiel Max, so allein, das ist das beste Argument. Max, Bro, was soll er denn gemacht haben, wann? Er hat gar nichts gemacht, nix. Ja, Bro, keine Ahnung, ich bin jetzt auch erstmal raus, macht ja eh keinen Sinn. Ja, wenn bin ich da, wenn dann auch Amir nochmal da ist. Ich muss mir erstmal besprechen mit Amir Russak. Ja. Allen Wasserkriegern, was wir jetzt überhaupt machen. Aber so macht es echt keinen Sinn. Ey, pass auf dich auf, sag Bescheid. Ey, Digga, wirklich, vielen, vielen Dank, ne, für die Hilfe heute. Ja, ich konnte nichts machen, aber ja. Ja, trotzdem, Kuss, wirklich. Wir sehen uns. Okay, hau rein. Freunde, ich bin so aggressiv gerade, ne. Dieser Loser-Clan, Digga. Hau lieber ab, ey! Hau einfach ab, Alter, komm! Ja, Bro, werd lieber mal normal. Du gehst ja auch die ganze Zeit im Kreis, Digga! Hörst dir so ein Noob, Alter, auch. Ja, kommt auch! Die sind so schlecht, ey. Die können nur produzieren, guck mal. Wir waren gerade aus dem Sprechen. Ihr seht's nicht, Freunde, es ist zu dunkel. Das ist eine Respektlosigkeit, sag ich dir ehrlich, Bro. Richtig! Ja, und dann wundern sie sich, warum wir da ein bisschen anders drauf sind, ey. Ja? Die Toilettenkrieger haben den Alpha Tower gesprengt. Schmerz, Junge, wir hatten eine Besprechung, ich bin hier in irgendeiner. Da warst du nicht eingeladen. Ja, jetzt verzieh dich. Fühl dich jetzt weg. Besprecht doch weiter. Ey, also, ich sag dir ehrlich. Weißt du auch nicht, Alter. Dem geht das gar nichts an, was wir zu bereden haben. Zisch ab, Alter! Mach die Fliege, Junge! Ja, ich geh doch gleich schon! Hau doch endlich ab, Alter! Ich will noch ein bisschen zuhören! Lass uns einfach mal zu unserer Wasser-Klo-Flieger-Base nochmal hingehen. Gucken, was da abgeht. Hä? Was ist denn jetzt los? Was? Person hier! Find den nicht gut? Ihr Loser-Klan? Ey, guck mal, Alter. Egal, er springt sein eigenes Grundstück. Ey, die nennt sich gut, Mann, die fangen die ganze Zeit an, Alter. Weißt du was, ich werde mir jetzt einen abmachen, indem ich zur Klo-Krieger-Base hingehe und das werde ich mal... Wir werden jetzt die Klo-Krieger-Base sprengen, ja! Haben wir doch schon einmal. Was ist denn hier? Das weiß der Vollkottel gar nicht. Los, Alter. Ich glaube, die baiten nur, damit wir rauskommen. Okay,
okay, Freunde, ich muss, Digga, jetzt greifen mich Fische an. Du nimmst mich gerade komplett verarschen. Ja, und sogar bei uns in der Base sind diese Augen. Hallo, was wird denn das? Was denn? Wir wollen hier das begutachten, das ist nicht TÜV. Digga, es war gerade noch ganz. Ja, es ist nicht TÜV-sicher, das ist. Was so machen die hier? Zieht mal ab es jetzt. Es ist zusammengefallen, Junge. Zieht ab. Wir wollten das Leben retten von dir, Klokrieger, Junge. Ich wollte dein Leben retten. Brauchst du Hilfe? Was geht's nee, da? Ach, alles gut, danke, danke. Ja, warte, eine Sache Junge. Muss ich eh noch machen. Nein, verzieh dich. Digga, das war Flauschi, Junge. Ja, Flauschi ist doch eh nicht mehr da, Bro. Keine Ahnung, wo die ist. Beschwer dich doch, send dir doch einen Liebesbrief. Send dir doch einen Liebesbrief, Bro. Schreib doch, was du Flauschi liebst. Du kannst auch schreiben. Ihr könnt ja gar nichts, ihr macht ja die ganze Zeit zwei Gesetze. Das ist wirklich so schlecht, ne? So wie ihr Lukas, seht, Leute, Armin hat die ganze Klo-Krieger-Base gesprengt. Ich bin's, Armin, Leute. Oh, und ich würde jetzt sagen, dass das auch mit dem Video war, Leute. Zieht weil ab. Die anderen Noobs sind so alles schlechte Noobs, Alter. Bis zur nächsten Klo-Spülung. Haut da rein, Leute. Euer Armin. Tschüss. So schlecht, ne? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab da keinen Bock drauf. So, was soll ich jetzt schwer machen? Digga, ich hab keinen Plan. Generell, wie ist Timmy auf die YouTuber-Serie gekommen? Kein Mensch hat doch freiwillig gesagt, ja, lass den Timmy wieder drauf. Ey, es ist wirklich, man kann es so vergessen, Leute. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Lasst wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Und ich schaue jetzt erstmal Timmy in seine Folge, um zu sehen, ob die noch mehr geplant haben. Ich weiß nur eins. Es wird sowas von eine gottlose Rache geben, Bro. Aber ich glaube, mit Sprengungen kommen wir da nicht weit. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Aber easy. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Wow. Da ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro. Was ist denn hier passiert? Ey, ich glaube, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft. Ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und einem